Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA 19 The Journey Champions. Im letzten Völkchen haben wir Terry geschlagen, im 1 gegen 1 im Training. Jetzt spielen wir schon wieder gegen Terry mit Paris. Wir haben sie schon zweimal geschlagen in der Gruppe. Aber sie sind schon wieder da. Sie sind schon wieder da. K.O.-Phase. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Halbfinale-Hinspiel UEFA Champions League. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen Sie, wie gewohnt. Willkommen und wir freuen uns heute auf absoluten Spitzenfußball mit zwei Mannschaften, die sich den. Und nun ein Schuss! 1-0! Danny Williams! Zweite Minute! Und Harry regt sich auf. Wie schnell war das denn? Der Ball berührt noch den Ja, Pfosten, aber Buffon, geht konntest du dann nichts rein. halten, Und für ne? einen Augenblick sah es wirklich so aus, als würde er wieder rausspringen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive War aber an. nicht Terry, der zu spät kam. Und damit haben wir den ersten Terry war bei Treffer. Keita. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Aber geil. Wir sind vorne. Mbappé. Und wieder hat Danny getroffen, vor allem. Heftig. Ball in Danny Richtung Cavani. Williams, Paris Können Sie jetzt Schreck. klären? Uah. Ah, das könnte es sein. Alter. Und da ist das Tor. Gerade erst gehen Sie in Führung und dann das. Ja, da hat die Konzentration gefehlt. Und Mir dann ist springt er einmal da der und Ball dann zu weit macht er den weg. Treffer. Sehr gut von Cavani. Er ist so stark im Abschluss und Spiel mir eigentlich jetzt auf. Weltklasse. Okay, sehe ich gerade nicht. Würde mich jetzt zeigt das hier einmal mehr. witzig Paris Saint-Germain Goal machen. Würde mich jetzt Ahnt witzig hier machen. diesen Pass, weg ist der Ball. Also ich fände es jetzt natürlich witzig, wenn es Heute jetzt so wollen wäre. beide die Weichen stellen in Wenn Richtung ich jetzt Finaleinzug. blöd. Also ein Halbfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League, das ist eine besondere Aufgabe. Es geht nach Boah. ganz viel. Martin. Geklärt von Terry Williams. Ach, Wijnaldum. Danny Williams. Super dazwischen Gegen gegangen. Terry Williams. Terry Williams diesmal gewinnen. Diarra. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ball im Aus, gibt Einwurf für Paris 1-1 nochmal. würde natürlich Paris Kurzarbeit. wieder helfen. Diarra. Dann würde 0:0 im Rückspiel reichen. Marco Das heißt, wir Verratti. müssen ein Tor schießen. Super Pass! Und das ist Oh, der Ballverlust. den ist aber schneller geworden. Williams am Irgendwie Ball. war es mir klar, dass wir nochmal auf Wijnaldum. Paris treffen. Terry Williams kann klären. Er schon wieder. PSG muss heute einiges zeigen, wenn es was werden soll mit dem Sieg. Das kann man wohl sagen. Also die werden ihnen heute alles Williams gegen abverlangen. Williams. Und ich freue mich auf dieses Spiel. Geht Ja, rein! das gibt's Auch doch den nicht. Ball hält der Torhüter fest. Da schießt der Buffon in die Arme. Kurzawa. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ferrati, klasse Aktion. Uah. Wieder Fehler. Passt wieder aus. Nützt worden. Bernard. Bernard, der wird gehalten. Der Schiri sieht's aber nicht. Ballverlust. Er ist wahrscheinlich Terry Williams Fan. Klasse Zuspiel. Okay, Williams gegen Silva. Fuck, Mann. Geklärt von Thiago Silva. Ich wollte. Den Ball machen. wirft er gleich zum Gegner. Was war das denn für ein Einwurf? Das gibt einen Einwurf. Kurzawa. Diarra. Auf dem Flügel PSG.
Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Und den Ball hat er sich geholt. Edinson Cavani. Klasse, Einsatz. Macht mich schon ein bisschen traurig. Weil jedes Spiel, was wir jetzt machen, Draxler, bringt uns natürlich jetzt immer näher zum Ende von The Journey. Die Endzeit von Alexander ist angetreten. Wir haben es ja gesehen. Es sind noch 3 Ligaspiele. Da hat der Platz, jetzt die Flanke. Und Champions League hat noch ein bisschen was mit Danny. Alex hat auch nicht mehr viele Spiele. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Und Kim ist schon im Finale. Da kann ja nichts mehr kommen sonst. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Kylian Mbappé Lotin. Können Sie was draus machen aus diesem. Und gibt's jetzt die Führung? Alter. Pass, super Kopfball. Da macht er alles richtig. Trifft den Ball gut mit dem Kopf. Und genau so musst du den Kopfball ansetzen. Sehr guter Abschluss. Ein schönes Tor. Kurz vor der Pause hier also das Tor von PSG. Kann man so machen. Entsprechend motiviert gehen sie dann nämlich auch in den zweiten Durchgang. Aktuell ja, nach 2 Minuten also 1-0 geführt. Und mit dem Halbzeitpfiff 2 Minuten Nachschlag. Gehen wir sogar in Rückstand. Kommt jetzt die Flanke? Flanke kommt, Neymar. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Also ich kann euch schon mal sagen, wenn mein Team der Druck wird dadurch mit Sicherheit nicht geringer. Nee, Wolf, ganz und gar nicht. Das mögliche Finale scheint sie bisher eher zu lähmen. Hey, was soll das denn? Sie können noch viel mehr. Ruhig, Leute. Vielleicht wird's ja nach der Pause besser. Das muss doch nicht sein. Okay, spielt einfach Fußball. Tja, dann sag das deinem Kollegen. Er scheint ein Problem zu haben. Oh ja, Terry. Bist ein Harter. Hey, komm schon. Mann, wir brauchen dich in der zweiten Hälfte. Die Fresse. Aber was geht mit Terry jetzt ab? Voll der Ellenbogen-Check. Nach der ersten Hälfte führt Paris Saint-Germain bislang ein guter Auftritt. Neymar am Ball. Und nein, ich wurde ja tatsächlich gefragt, ob das die Originalstimme von Neymar ist. Leute. Neymar kann kein Deutsch. Schlägt den Ball rein. Kann nicht die Originalstimme sein. Der kam gut, er ist aber Brasilianer. Der kann Spanisch. Bernard. Nabi Keita. Schöne Zuspiel. Vielleicht ein bisschen Französisch mittlerweile. Die Chance. Buffon. Ganz stark pariert. Mann. Der alte Mann hält alles. Draxler. Ich finde es schade, dass Buffon gewechselt ist. Und nun Ferrati. Weil Buffon würde ich es gönnen, diesen Champions-Titel noch zum Ende seiner Karriere zu gewinnen. Kurz vor der Pause hat er sich aber das Projekt gebracht. Paris, das war natürlich extrem ist ja genau wie das Projekt Leipzig. Jetzt können Sie vielleicht würde ich es eher nicht gönnen. Philipp Bernard, Sie bieten sich an. Keita, das vor allem, wenn man natürlich weiß, so dass Paris gegen die Regeln verstoßen hat. Offiziell sogar jetzt mittlerweile. Sie hatten im Financial Fair Play weitaus mehr Ausgaben wie Einnahmen, aber wurden von Infantino damals gedeckt. Der dann einfach gesagt hat, okay, mach das und ich mach euch frei, genauso wie Manchester City. Und das darf nicht sein. Das ist scheiße, Leute. Dann brauche ich auch kein Financial Fair Play zu machen. Nabi Keita. Wenn es nicht funktioniert. Mann, ich werde da gehalten, kann nichts machen, Spiel ab, geht auch nichts. Weinaldo. Was war das denn? Das war keine wirkliche Herausforderung für den Torwart. Auf Danny. Wir sind in Ausgleich. Ganz einfach an den Ball gekommen. Schießt er ihn rein. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Die Trainer nutzen die Unterbrechung und wechseln beide. Keita geht raus. Williams wird jetzt Anweisungen. Okay. Kurzawa. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Rabiot. Tut.
Boah. Nein, wer soll diesen Pass denn kriegen? Ferrati, klasse Aktion. Alter. PSG mit der Ecke jetzt. 3-1 wäre wahrscheinlich unser Aus. Jetzt gewesen. Kommen frische Spieler, beide Mannschaften werden auswechseln. Ecke Neymar. Stell dir vor, jetzt schießt die Terrier noch das 3-1. Jetzt Thiago Silva. Jawohl, Mané. Guter Pass. Williams gegen Diarra. Williams ist schneller. Williams ist schneller. Der macht die nicht. Er macht die nicht. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Die Riesenchance für Danny Williams. Da können sie erstmal klären. Und scheitert im 1 gegen 1. Und Shaqiri. Mbappé. Cavani. Ich war schon am Jubeln eigentlich. Jetzt Shaqiri am Ball. Ich wollte schon die Hände hochreißen. Alter, wenn das nicht gehalten war. Ball geklärt. Und jetzt wird es gleich einen Wechsel bei Paris geben. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Wir hatten so viele Chancen. Uhr, noch 7 Minuten. Rabiot. Das wäre es natürlich. Paris vielleicht zweimal geschlagen. Und dann in der K.O.-Phase. Rausfliegen. Jetzt soll die Führung verteidigt werden. Neymar geht jetzt Mann runter. Kommt in die Partie. Fabinho. Gute Aktion. Viel Druck da hinten. Hol dir. Jawohl, Junge. Abseits hier von Williams. Shit. Es bleibt wohl beim 1-2. Ja, da. Ferrati. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Pass von Cavani. Da ist die Flanke. Er ist da. Wir gucken gleich erstmal, wo wir auf Weltklasse spielen. Ich will nicht auf Weltklasse spielen. Wirklich nicht. Jetzt ist die Kugel weg. Das ist der Schlusspfiff. Der Sieg in diesem Halbfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League geht also an PSG. Der große Shit ist natürlich, wir brauchen 2 Tore im Rückspiel. Das ist nahezu eine perfekte Ausgangslage für das Rückspiel. Und das wird nicht leicht für Danny Williams und seine Kollegen, das noch zu biegen. Wir zeigen Ihnen dieses Rückspiel dann natürlich auch wieder live. Und das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Da ist dann wieder Zeit für Spannung und Spitzenfußball. Das ist jetzt natürlich Shit. Das ist jetzt natürlich Shit. Wir brauchen 2 Tore im Rückspiel. Im 1-0 sind wir immer noch draußen. Weltklasse, willst du mich verarschen? Alter. War mir irgendwie klar, dass wir auf Weltklasse spielen. Gute Neuigkeiten, heute ist trainingsfrei. Nein, nur Spaß. Wir trainieren, hart. Ach, jetzt hatte ich mich schon gefreut. Sheriff, Haul! Ist aber auch kacke, ich sehe hier nur noch von denen die Leute rumlaufen. Geht doch. Oh, faul, Schier. Das zählt mir nicht mal als faul, willst du mich verarschen? So ein Brett.
Also dem Typ dürfte kein Ball zuspielen. Sobald ich den Ball abspiele auf ihn, ist der Ball weg. Oh, er trifft mal. Nicht schlecht. Warum nicht gleich so? Okay, jetzt ist egal. Heute ist ja der letzte Tag meines Urlaubs. Und ich muss sagen, ich habe weniger geschafft, als ich dachte. Ich wollte Destiny The Journey fertig bekommen und God of War anfangen. Dass ich da bei der Mitte ungefähr bin. Ich bin ja, angefangen habe ich ja schon. Aber so, dass ich bei der Mitte ungefähr dann bin. Destiny ist fertig seit gestern. Und The Journey noch nicht mal Kapitel 4. God of War nicht mal gespielt seitdem. Ist natürlich dann ärgerlich. Weil halt die Zeit fehlt. Ich wollte heute ganz ehrlich, eigentlich, ich hatte ja gedacht, dass The Journey so gut wie durch ist, alle auf Kapitel 4. Eigentlich wollte ich heute durchspielen, weil morgen Jurassic World Evolution kommt. Gutes Training, Jungs. Wenn ihr so trainiert, läuft das schon alles. Williams, du warst heute der Beste. Ach, ich brauch das einfach immer. Ich will jetzt erstmal das Spiel machen mit Danny. Okay, dann springen wir erstmal rüber. Total komisch. Danny doch jetzt erstmal das Halbfinale gegen Danny fertig gespielt, oder? Gegen Terry. Vor allem als Dankeschön wieder Training. Unsere Standards sind einzigartig in der Welt. Das soll auch so bleiben. Alles so weit. Jawohl. Das geht noch besser. Ich finde die Ecke kurz, hoch und dann schießen ist immer noch die effektivste Methode.
Oh. Ja gut. Wenn man natürlich so den Ball spielt, dass er nicht durchkommt. Eher nicht. Also der Torwart hat dann überhaupt keine Chance. Außer man schießt am leeren Tor vorbei. Also eben hatte ich ein B. Jetzt auch. Was war das denn? Oder das? Muss doch mal möglich sein, mehr als B zu kriegen. Okay, wenn schon der erste Schuss verkackt ist. Und der zweite, dann kann es nichts werden. Okay. Ist aber wurscht. Elfmeter-Duell. Oh shit. Gönnt euch jetzt ein Ruhe vor dem Spiel. Was kommt jetzt? Erst die Punkte holen, sobald der Ball mal abgehoben wurde. Ich finde das so geil. Ey, das war getunnelt! Geiler geht's nicht, oder? Oh. Wenn ich in der Mitte bin, kriege ich keine Punkte. Okay. Ja, jetzt das Spiel gegen Barca. Die haben Spiel mehr, 4 Punkte Vorsprung. Wenn wir nicht gewinnen,
war es das mit der Meisterschaft. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu dieser Begegnung, liebe Fußballfreunde. Wir, das sind wie immer Wolf Fuß und Frank Buschmann. Real Madrid gegen den FC Barcelona, der spanische Klassiker. Das Gigantentreffen, also eine bessere Partie. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Latte. Alter, nicht 2 Minuten gespielt. Das wäre ein Traumtor gewesen, aber das verarschen. Alu hat etwas gegen diesen Treffer. Chance vertan, die Kugel ist weg. Asensio! Und der Torhüter ist zur Stelle. Also Real macht Druck. Gewaltig. Und Hunter. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Sie erwarten sich heute sehr viel von Gareth Bale. Mit ihm haben wir den erfolgreichsten Torschützen der Liga vor uns. 24 Mal konnte er schon jubeln. Klar, dass das der Bestwert ist. Klasse Zuspiel auf Bale. Gareth Bale. Und der Ball ist draußen. Einwurf Real Madrid. Isco jetzt. Alexander. Und den Ball hält der Torhüter fest. Vielleicht Alex? Und wie vielleicht Messi? Luka Modric verletzt. Das ist ja eine schöne. El Clasico ist ja immer eines der wichtigsten Spiele im spanischen Fußball. Valencia, heute Ritter. Noch ein bisschen mehr, denn heute könnte sich die Meisterschaft entscheiden. Zumindest könnte sowas wie die berühmte Vorentscheidung fallen. Es ist so eng. Und das ist dann so ein 6-Punkt. Der Angriff könnte was werden. Und da gibt der Freistoß für Real. Er lässt die Karte nochmal stecken, gibt ihm aber ein Nein. paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Rakitic jetzt. Arturo Vidal. Rakitic jetzt am Ball. Achtung jetzt, Pass von Vidal. Lionel Messi. Und die Flanke. Schön gemacht, jetzt die Flanke. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Und jetzt Coutinho. Klasse vom Schiedsrichter. Da sieht er den Vorteil für Barca. Schlechter Ball von Bale, jetzt ist er weg. Modric, Verletzung scheinbar wieder weg. Da passt er auf. Ter Stegen. Also Real in den ersten Minuten besser. Modric. Steilpass Modric. Bale. 1-0 ins kurze Eck. Läuft für die Königlichen, aber die Antwort von Barcelona, da bin ich mir sicher, die wird kommen. Knappes Ding. Ja, ein paar Zentimeter weiter oben, dann knallt das Ding an die Latte. Ins Real kurze Ecke. Hier also mit der Führung. Nun, wo geht's? Titi. Messi. Messi. Jetzt die Flanke von Messi. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Boah. Nun Isco. Hunter. Da ist Platz für Bale. Real will direkt nachlegen. Und Hunter. Schön. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Groß. Riesenchance für Varane. Das wäre es jetzt gewesen. 6-0 Torschüsse. Dem Barca kommt nichts. Das hätte eben schon Hunter. Sowas wie die Entscheidung sein müssen. Und Hunter, was ein geiler Trick! Vielleicht. Klasse Aktion. Und dann so ein Schuss. War richtig schöner Trick. Nun Busquets. Vidal. Und selber Verbindung nicht möglich. Ja, ich habe Messi jetzt. Seit gestern ständig Internetproblem. Ich weiß gar nicht, was bei der Telekom los ist. Bei allen Erfolgen mit dem Wir sind ja jetzt auf die Telekom geswitcht. Nationalmannschaft sind aber Coutinho. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Das Internet ist immer noch so kurz weg, so 2, 3, 4, 5 Minuten. Diese Aktion sieht aber das ist scheiße, wenn ich jetzt dann streame.
dann ist der Stream ja weg. Und dann geht auch die Karte in Ordnung. Und jetzt sind die Leute weg. Und das ist scheiße für die Telekom. Eine perfekte Freistoßdistanz für Messi. Messi. Ei, das war Pech. Super Freistoß, Zentimeter fehlen. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Also zur Halbzeit steht's für uns 1-0. Wird das eine Torschance? Wir bleiben zwar ein Punkt hinter Barca, aber wir haben ja noch ein Spiel weniger, Leute. Haben wir sind schon dran in der Meisterschaft. Keine Frage. Knappe Pausenführung. Es steht 1-0. Es hat sogar als Torschuss gezählt. Es kann weitergehen. Hier im Santiago Bernabeu legen wir los mit den zweiten 45 Minuten. Busquets jetzt. Lionel Messi. Lionel Messi ist wirklich ein überragender Fußballer. Da gibt es keine zwei Meinungen. Der Argentinier kann ein Spiel ganz alleine entscheiden. Und damit natürlich, Wolf, völlig zu Recht beim FC Barcelona eine lebende Legende. Rekordtorschütze der Katalanen ist er ja schon. 2014 hat er sich diese Marke von Paulino Alcantara geholt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Das Schlimme ist, man kann sich ja Barca ohne Messi gar nicht vorstellen. Gareth Bale in diesem Spiel, ein Faktor. Man sagt ja, ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Als böse Zungen von Ronaldo, alle Trümpfe in der Hand. Barca würde ohne Messi sogar besser sein, weil sie unberechenbarer sind. Wenn man das Spiel von Barca anguckt, 70% ist Messi dieses Teams. Das schafft er halt bei Barca besser wie bei Argentina. Er ist nämlich genauso ein One-Man-Team. Die Trainer nutzen die Unterbrechung und wechseln beide. Gareth Bale geht. Coutinho mit Vasquez kommt jetzt sogar ein Verteidiger. Es wird jetzt gemauert. Rafinha! Da klatscht der Ball an den Rafinha! Latte. Und den hält er fest. Gut gemacht. Ein Glück. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Vor allem hätte jetzt Gareth Bale sogar hinten gefehlt. Busquets, was für ein Pass! Stark gemacht! Also Jesus Navas hat jetzt was zu tun. Jetzt gibt es einen Eckball für den FC Barcelona. Barca wird jetzt stärker. Gut, die haben sich erst halb wieder ausgeruht. Messi. Busquets. Abseits. Gute Flanke. Ball draußen, gibt Ecke. Ecke Coutinho. Ramos klärt, Gefahr vorbei. Schöner Pass. Sergio Busquets. Boah. Unglaublich. Na, was hält alles? Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen und dann dieser sensationelle Reflex. Weg mit dem Ball. Arturo wieder. Gut geklärt von Sergio Ramos. Marco Asensio. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Jetzt bräuchte man natürlich Gareth Bale. Einfach mit seiner Schnelligkeit. Und groß. Und jetzt Isco. Aha, ich drehe mich genau in die falsche Richtung. Abwehr kann klären. Isco. Groß. Asensio. Coutinho jetzt am Ball. Er versucht's. Boah. Und der Stegen ist da. Gut genau, und aufmerksam Mann. Reagiert. Auswechseln droht. Fängt diesen Ball ab. Gut geklärt vom Torwart. Rafinha. Busquets jetzt. Jetzt können sie vielleicht kontern. Und jetzt Coutinho. Ja, Coutinho, super Pass. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Buschi? 10 Minuten. Auf jeden Fall ist es extrem eng. Isco auf Alex. Alex, der wird gefoult. Unterstützung gefragt. Es zählt nicht. Schwalbe. Und Gerard Piqué. Ah, wir haben den Ball. Und es ist gleich vorbei, so, Leute. So, Real Madrid will wechseln. Asensio. Toni Kroos. Klasse gehalten. 3 Minuten noch. Der Ball im Aus. Eckball für Real Madrid.
Beide Teams werden wechseln. Alex geht runter. Ihr erster Klassiko, Alex. Wie haben Sie es erlebt? Als ich den Rasen betreten habe, das war schon überwältigend. Die ganze Kulisse, die Zuschauer in aller Welt, die Geschichte und Eleganz. Da fühlt man sich winzig. Und wenn das Spiel dann beginnt, vergisst man das und man spielt das Spiel. Aber es herrscht eine solche Spannung. Mann, es ist schwer zu beschreiben. Ich finde, Sie haben das richtig gut beschrieben, Alex. Danke. Nein, Mann, danke Ihnen. Zum Glück blieb es beim 1:0. Boah, ich hätte mich so jetzt aufgeregt. Training, das kann man auch machen. Heute kümmern wir uns um die Standards. Reals Standards werden weltweit gefürchtet. Schön. Die gehen immer in die Tormitte. Zwei Treffer. Jawohl, es reicht sogar einer. Geil. Jetzt das Ganze mit Torwart. Ja. Es wird auch nicht besser, Leute. Ich kann Freistöße nicht mit Torwart. Wir belassen es dabei, es würde eh nicht besser. Gutes Training, euer Einsatz. Yeah.
Aber das war's für diese Folge. Wir machen immer zwei Spiele. Die sind schon wieder um. Das geht ruckzuck hier. Bis zum nächsten Mal.